Ja, hallo, herzlich willkommen hier auf der Nordfriesischen Marsch mit dem Kellerkind. Und ich habe mir nochmal eine Ladung Zement geholt und den werden wir mal Richtung Baustelle schicken. Ich hatte auch in der letzten Folge wohl den LKW vor uns ein bisschen falsch eingestellt. Der hat nämlich noch gar nichts hier abgeladen beim Kieswerk, hatte jetzt gerade die erste Tour gefahren. Komme ich rum? Oh, diesmal kommt er rum. Sollte jetzt auch funktionieren. Ich will mal eben schauen, ob wir sehen, ob er was übernimmt. Gehen wir mal eben hin. Ich habe nämlich nichts gesehen. Doch, da übernimmt er was. Ja. Er übernimmt was. Gut. So, hier sind wir am Hof. Da springen wir sogar rein. Übernimmt jetzt Sand. Erste war Kies. Ich habe gesehen, ich muss den nicht nur tanken, sondern auch reparieren. Den MB-Truck. Dann kann er wieder auf seine Parkposition. So, hier sind wir am Ansehen. Leider habe ich mal wie üblich den Kurs nicht abgespeichert, aber wir können ihn ja mit dem normalen Helfer losschicken. Vorgewende hatte er ja gemacht und er dürfte zurechtkommen. Doch ein bisschen langsam. Warte mal. Wir stellen mal ein bisschen höher. So, jetzt. Jetzt funktioniert. Jetzt haben wir eine leichte Kante übergelassen, aber das sollte kein Problem sein bei der Größe des Feldes. So, auch getankt. Bei dem war es genau andersrum. Den hatten wir repariert, jetzt musste er noch getankt werden. Ich stelle den mal hier an die Seite und will einmal mal durch. Ich dachte, dass du wieder angegangen bist. Ach, der hat die Hälfte der Paletten verloren. Oder ist noch was drauf? Wir nehmen ihn mal raus. Wird sofort abgeladen, okay. Dann nimm auch bitte die vorderen Paletten. Die will er nicht. Wo haben wir die denn verloren? Ich hätte es mir denken können, aber gut. Müssen wir jetzt mal eben suchen gehen. Lass die beiden Paletten noch abladen. So, die dürften jetzt verkauft werden. So, müssen wir selber mal zurückfahren. Irgendwo muss der Rest ja sein. Ich schätze mal direkt bei der Auffahrt. Hier liegt soweit nichts. Nochmal 20.000. Ist ja richtig gutes Geld, also. Aber wenn man eben neu gestartet ist, bleibt der Autolot ja nicht an. Sind die Damen am Arbeiten? Hier liegt nämlich schon was.
blockiert hier alles. Dann lasst uns mal die Paletten hier von der Straße holen. Ja, du siehst doch, dass ich die Straße hier frei mache. So, jetzt ist der Weg doch wieder frei, oder? Jetzt weiß ich gar nicht, ob das alles war. Aber müsste eigentlich noch mehr irgendwo liegen. Hier hatte ich eigentlich gedacht, dass wir hier die Ware verloren haben. Aber so ist das nicht. Nee, sieht eigentlich gut aus. Der LKW fährt noch, also kann da auch nichts im Weg stehen, dass wir zu Anfang vielleicht was verloren haben. Ja, dann schauen wir mal, ob die Autos weg sind. Oh, jetzt bleibe ich hier noch hängen. Beidseitig. So, ich sehe nichts mehr. Muss wohl alles gewesen sein, aber dass ich hier nichts verloren habe. Ach, da steht noch eine. Da steht noch eine. Eine haben wir doch noch gefunden. Ich habe jetzt nichts mehr gesehen. Dann können wir ja den Rest jetzt verkaufen. Vier hatte ich auf jeden Fall. Ja, könnten alle gewesen sein. Wir haben jetzt 9 von 16. 7, wir hatten zum Schluss noch 4 drauf und vorher waren auch schon welche verkauft. Das kann gut so gewesen sein. Hier liegt ja sonst nichts mehr rum. Dann können wir ja hier den Rest noch verkaufen. Ja, kommt alles weg. Machen wir die Plane mal zu. Ah, wieder ein gesundes Polster. Wir können mal zu einer Hühnerfarm fahren. 95.000. Da bei einem Winzer mal vorbeischauen. Können wir ja hier rüber fahren.
So, gehen wir mal hier oben schauen, ob die schon wieder einen Bottich voll haben. Nein, sind noch fleißig dabei. Wassermist. Da ist doch Wasser verkehrt. Bei dem Punkt da Mist 1300. Hier ist noch ein bisschen mehr drin. Ja, meine Damen. Fleißig, fleißig. Ah, wir wollten. Genau, dann können wir gleich losschicken zur... Palettenherstellung. Also zum Sägewerk. Und mal Leerpaletten holen für das zweite, für den zweiten Hühnerstall. So, drei Paletten Eier haben wir schon, oder sind das mehr? 15.000 werden nur drei sein, egal wie viel es sind wahrscheinlich, ne? Ob es 5.000 oder 4.000 sind, müssen wir noch ein bisschen warten. So, dann fährst du bitte mal zum Sägewerk Palettenausgang. Abmarsch. Ja, die Aufgänge sind teilweise ganz schön tricky für die Sattelzüge. So, den können wir aber erstmal fahren lassen. Hier hatten wir Gärreste von der BGA Nord hingefahren. Können mal schauen, wie viel haben wir da noch. Ah, den können wir ruhig nochmal zweimal schicken. So, wie sieht's denn bei den Tieren aus? Alles soweit in Ordnung. Da haben wir wieder fast 300 Tiere. Da müssten wir eigentlich hin. Da war noch irgendwas. Ja, Mais müssen wir hinliefern. Gut, dann würde ich sagen, wir schnappen uns den... Wo ist der JCB? Nein. Einfach nur rein. Der kann hier mal abkoppeln. Dann kann er sich den kleinen Anhänger nehmen, weil mehr brauchen wir da nicht. Da Mais rein. Und ab zu den Schweinen. So. Nee, Mais. Wo bist du? Mais. Einmal bitte zu den Tieren. Punkte können wir auch anders benennen, weil Wasser brauchen wir ja nicht mehr. So, du bist wieder am Hof angekommen. Du bist hier am Ansehen. Du hast noch
Du hast 23%, bist du leer geworden. Wie viel haben wir geschafft? 42. Also kommen wir mit der mit dem Saatgut hier auf jeden Fall hin für das Feld. So, dann klappen wir mal auf. Und nehmen mal hier die Paletten auf. Machen wir da 10 Paletten. Europaletten, also, und holen uns dann 10 von den anderen. Das sind 50.000. Das sollte erstmal reichen. Dann kannst du bitte zur Zellstofffabrik, weil wir könnten zwar jetzt zu der Hühnerfarm, aber es würde uns ja nichts bringen, weil wir da immer noch Karton fehlt. Ist das Eingang oder Ausgang gewesen? Zellstoffwasser. Hackschnitzel, Paletten müsste eigentlich Ausgang sein, weil beim Zellstofffabrik ja der Eingang für Paletten so blöd ist, dass ich den nicht mit Autodrive angeschlossen habe. Hier sind die noch am Wachsen, die Bäume, dort noch. So. Er hat gerade aufgeladen, er dreht, macht jetzt hier die Kurve. Gut, dann haben wir doch alles gut angeschlossen. Wir können hier mal umstellen auf Kies. Dass er vielleicht bei der nächsten Ladung Kies auflädt. So, hier sind wir bei den Schweinen. Ach der, den hatte ich jetzt zu Anfang gar nicht gesehen. Den habe ich im Weg gestellt. So, wir müssen hier einmal rückwärts rein. Teilweise wird auch kein Futter, Schweinefutter mehr angenommen, weil er Mais möchte, weil Mais fehlt. Wo ist der Trigger? Da. Jetzt wird aufgefüllt. Ich hoffe, du kippst nicht zu viel dahin. So, 8000. Ne, geht wieder zu. Gut. Hier habe ich mittlerweile auch den Zaun wieder komplettiert. Im vorderen Bereich. Dass die Schweine ein bisschen Ruhe haben von der Straße. Ich würde sagen, eine Lieferung bringen wir zum Schlachter, damit der ein bisschen was zu tun hat. Und die anderen verteilen wir quasi auf dem, also in den zweiten, nee, dritten Stall, vielmehr der erste, weil hier der volle ist ja der dritte.
So, ich würde die Jungtiere direkt verkaufen, weil wir da ja auch nicht an Gewicht kriegen. Umsetzen würde ich hier die Halbjahr. Wir müssen aufpassen, dass wir uns dann den Stall 1 nicht auch versorgen mit Futter. Wasser ist hier kein Problem. Stellen wir kurz an. Und da der Mais nicht leer ist, wir könnten, doch könnten wir ja doch machen. Wir könnten den Mais, dann brauchen wir nicht mit der kleinen Schaufel umgehen. Bestätigen. So, jetzt sind, Wasser ist ja kein Problem. Wir sind immer noch Holen wir die nächsten ab. Mais können wir ja auch in den Futtermischer reinpacken und dann können wir ja die Tiere voll versorgen. Hier im Stall 3 dürfte ja überhaupt kein Problem sein, weil wir ja jetzt Schweine rausnehmen. Haben wir noch welche? 5 Jahre. Ein halbes Jahr, nicht 5 Jahre. Halbes Jahr, 6. Bestätigen. Nein, noch nicht. Bestätigen. Jetzt wird es schon langsam rot. Dann füttern wir die erstmal, bevor wir da noch welche anliefern. Nehmen wir uns den kleinen Anhänger. Falls ich das noch nicht erzählt habe, hier in dem Leitplanke habe ich die Kollision rausgenommen, weil ja da ab und zu die Drescher stehen bleiben oder hängen bleiben. So, hier können wir doch auch Mais loswerden. Da ist was auch null. Ein Stück zurück. Ne, Mais fehlt nicht. Was fehlt hier? Getreide. Okay. Könnte hier auch ein bisschen was produziert werden, aber ist noch jede Menge drin. Und wir haben ja in der Malzproduktion auch noch Schweinefutter. Ich meine 200.000.
Dann haben die Wasser und Futter. Stroh muss ich gucken. Stroh wird jetzt auf die Schnelle nicht hier reinbekommen. Gucken, vielleicht habe ich in den anderen Stellen noch einen halben Ballen liegen. Den man vielleicht hier. Aber da liegt dann noch einer. Muss ich vielleicht nur weiter verschieben. Der Träger ist definitiv zu breit. Hierfür. Aber jetzt komme ich jetzt hier noch niemals rein. Doch. Jetzt sind die Tiere auch wieder komplett versorgt. Und ist kaum was raus. Wir könnten noch mal im Stall 2 was reinpacken. Dann fahren wir den mal hier um die Ecke. Dann können wir hier auch noch was reinfüllen. Wir werden ja auf jeden Fall noch 12 Tiere rüberfahren. Gucken, dass wir hier auch vernünftig reinkommen. So, gerade so. Das erstmal zugehen. Jetzt haben wir hier noch 3.500 Liter drin. So, schauen wir mal. Das sieht doch ganz gut aus. Eine Ladung geht noch rüber. Und eine Ladung wird verkauft. Gut. Dann lasst uns jetzt mal zur Zellstofffabrik. Ne, erst zur Hühnerfarm. Schade, dass man hier in den Hühnerstall spawnt. Schön wäre es gewesen, wenn man hier vorm Display spawnt. So, wir brauchen also Kartonpaletten. So, da sind wir hier verkehrt. Wir müssen ein Stück nach vorne. Dann kannst du die Klappe mal wieder zumachen. Und wir machen. Ach, der hat schon Papier geladen, das ist nicht so schön. Ach, der kriegt ja auch nur 16 hin, ne? Aber gut, das macht ja nichts. Dann werden wir jetzt den mal hier entladen. Und dann werden wir die Papierpaletten mal an der Seite stellen. Am besten hier drüben hin. Ups, ganz schön schwer.
So, noch eine. Ich glaube, von den Europaletten werden ja eh mehr gebraucht als wie von den Kartonpaletten. Ja, noch ein Stück. So. Haben wir 10, 6. Oder was wir auch machen können, wir lassen zwei Paletten hier, und zwar nehmen wir an, hier sind auch nicht mehr so viele. Wir müssen normal laufen. Das Rennen mag er nicht so. Aber ich glaube, mit Rennen sind wir doch schneller, auch wenn wir den mal verlieren. Weil hier dürfte nicht mehr so viel sein, oder doch? Ja, gegenüber doch schon genügend, aber gut, dann stellen wir die auch noch mal an der Seite, hier vorne hin, unter dem Dach, und sammeln hier noch mal vier, sechs, acht, zwei, vier, fünf. Und dann nehmen wir die hier vorne. So, und somit haben wir jetzt 8, 8. Und den können wir zur Hühnerfarm schicken. Kommst du jetzt da rum? Ja gut, der Baum ist zu. Das passt. So, dann können wir uns weiter um die Schweine kümmern. Lass wir da eine Ladung zum Schlachter fahren. So, dann nehmen wir die Jungtiere. Und fahren hier Richtung Produktion Schlachter. So, wie sieht's aus? Wie viel hast du? 63%, das dauert noch. Was kriegen wir dafür? 47.000. Hier ist noch ein schöner Düngerkurs. Den können wir akzeptieren. Auf 39. Noch was Schönes? Nee. Ich hätte gern den anderen, den.
Feld 39. War doch 39, richtig? Ja. 39, wo war das? Ah, hier, das große. Du bist fertig. Oder fährst du nicht weiter? Komm, wir starten noch einmal. Ich glaube, der ist nämlich nur einmal gefahren, nachdem wir eben losgeschickt haben. Hier sind nur 111.000 drin. So, jetzt können wir mal schauen, was ist jetzt im Zementwerk drin, an Sand und Kies. Eigentlich gute gleichmäßige Menge. Wenn er jetzt noch mal Kies auffüllt, dann soll er gleich noch einmal Sand nehmen. Müssen wir ihn abpassen. Oh. Du kommst hier nicht um die Ecke. So, liebe Freunde, wir haben schon wieder über die Zeit geschlagen und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder hier auf der Nordfriesischen Marsch mit mir, dem Kellerkind. Ciao, ciao.